Sie wussten, dass es nach DDR-Recht strafbar war, das Land illegal zu verlassen. Ja. Aber kein Land hat das Recht, seine Bürger einzusperren. Komm. Und Sie wussten auch, dass die Staatsgrenze der DDR mit Waffengewalt geschützt wurde? Ja. Halt! Grenzposten! Stehen bleiben oder wir schießen! Und Sie waren im fünften Monat schwanger. Feuer! Die Beine! Ja, aber was hat das damit zu tun? Sie haben also ganz bewusst nicht nur ihr eigenes Leben, sondern auch das Leben ihres ungeborenen, schutzlosen Kindes aufs Spiel gesetzt. Unverantwortlich, diese Frau. Ich habe jemanden umgebracht. Vor 17 Jahren. Ich habe einen jungen Mann erschossen an der Grenze. In der DDR. Ich würde mich gern mit Ihnen unterhalten. Ja, reden wir doch mal über Sie. Was sagt denn Ihre Frau dazu, dass Sie mit einem jungen Herrn verreisen? Bist du ein Nazi? Bist du eine Meerjungfrau? Sieht scheiße aus, wenn man so eine Glatze hat. Scheiße, wenn man einen Tumor im Kopf hat. Ja, hallo? Marie, ich bleib noch ein paar Tage länger. Da musst du keine Sorgen machen. Wirklich nicht. Paul geht's gut. Ich dachte, Sie wären der einzige anständige Arzt, der mir wirklich helfen will. Stattdessen ziehen Sie mich in so eine Scheiße rein. Ich hab dich nie gebeten, mitzukommen. Wir wollen die Wahrheit. Ist das deine Art der Wiedergutmachung? Ich bin ein Idiot. Hast du ihr gesagt, wer du bist?